Es ist in der Nacht vom Samstag zum Sonntag ein Mensch umgekommen, getötet worden. Glücklicherweise sind jetzt Tatverdächtige auch schon festgenommen worden. Und das ist ein schreckliches Ereignis gewesen. Und unser Mitgefühl gilt und auch mein Mitgefühl gilt natürlich auch den Angehörigen des Opfers. Zweitens, was wir danach gesehen haben, ist etwas, was im Rechtsstaat keinen Platz hat. Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab. Und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Das kann ich nur noch einmal bekräftigen. Aber